der Jahrgangsstufe Q1 kannst du dich entscheiden zwischen den Kursen Kunst, Musik, Literatur und dem vokalpraktischen Kurs. Die wichtigsten Fragen zu diesem Kurs möchte ich dir jetzt beantworten. 2, 3, 4. Vokalpraktischer Kurs, darin steckt Vokal und praktisch. Das bedeutet, deine eigene Sprech- bzw. deine Singstimme wird in diesem Kurs verbessert. Natürlich durch ein bisschen Theorie, aber vor allen Dingen durch eine Menge praktischer Übungen, die dir in kurzer Zeit eine echte Verbesserung für deine Stimme bringen werden. Nein, du musst nicht singen können. Du musst keine Chorerfahrung haben oder sonstige Sachen mitbringen. Das Einzige, was du mitbringen solltest, ist die Lust, dich auf eine Entdeckungsreise zu begeben und deine Sprech- und deine Singstimme richtig kennenzulernen und die PS, die in deiner Stimme vorhanden sind, richtig auf die Straße zu kriegen. Ich bewerte deinen individuellen Fortschritt vom Beginn des Schuljahres an. Das bedeutet, ein absoluter Anfänger kann den Kurs genauso mit einer sehr guten Note abschließen, wie jemand, der schon viel, viel, viel in seinem Leben gesungen hat. Ich bewerte deine Mitarbeit im Kurs. Außerdem zählen natürlich die Aufführungen, die wir haben werden, eine ganze Menge. Und natürlich gibt es zwischendurch immer wieder die Checkpoints. Du kannst am Ende des Kurses natürlich auf der Bühne stehen und ein Solo singen. Aber keine Angst, keiner muss ein Solo singen. Lediglich bei den Checkpoints höre ich deine Stimme alleine, um deine individuelle Entwicklung dokumentieren zu können. Aber auch hier keine Sorge, diese Checkpoints nimmst du ganz entspannt zu Hause mit einem Diktiergerät oder noch einfacher mit deinem Smartphone auf. Ich möchte besonders euch Jungs empfehlen, wählt diesen Kurs, auch wenn ihr nicht so singt wie die Typen in den Charts. Warum? Die Typen in den Charts, das sind absolute Ausnahmetalente. Und um die geht es hier nicht. Wir hier am Bertha sind zu 99,9% Normalsterbliche mit normalen Stimmen. Und damit arbeiten wir. Und wenn du dir total unsicher bist, ob du geeignet bist, aber du würdest es eigentlich total gerne, dann bitte komm zu mir, sprich mich in einer Pause an und wahrscheinlich kann ich dir nach 2 Minuten schon sagen, ob das funktioniert oder nicht. Ja, viele Schüler gehen nach den 3 Stunden Wok-Probe etwas erschöpft, aber meist ziemlich glücklich nach Hause. Es ist Arbeit, keine Frage. Wer es fürs bloße Rumsitzen Punkte bekommen möchte, ist in diesem Kurs definitiv falsch. Aber die Arbeit im Wok macht vor allem deshalb so großen Spaß, weil wir von Woche zu Woche merken, wie wir uns gemeinsam als Ensemble immer weiter verbessern, was die Motivation, das Jahr konstant oben hält. Und auch ein Grund dafür ist, dass dieser Kurs immer wieder in der Abi-Zeitung erwähnt wird. Wenn gefragt wird, woran wirst du dich in deiner Schulzeit immer gern erinnern? Hier stehen ja häufig Dinge, die mit dem kulturellen Angebot unserer Schule zu tun haben und eben auch der Wok. Konkret, es gibt relativ selten schriftliche Hausaufgaben, aber es gibt regelmäßig Texte und Melodien zu lernen. Dazu bereite ich in den meisten Fällen Übedateien vor, die ihr per Handy auch unterwegs hören könnt. Und ab und zu müsst ihr mir einen Checkpoint einsenden. Bei manchen Stücken singen wir alle die Melodie, so wie beim Songbook-Singen oder beim Karaoke. Deutlich aufwendiger ist natürlich das mehrstimmige Singen. Dazu teilen wir die Frauen und Männer in jeweils eine höhere und eine tiefere Stimmgruppe. Sopran und Alt bei den Frauen, beziehungsweise Tenor und Bass bei den Männern. Nun haben wir 4 verschiedene Stimmen, was deutlich coolere Möglichkeiten ergibt, als wenn alle nur die Melodie singen. Die Inhalte des Kurses, also die Stücke, die wir singen, die sind zum Glück nicht so festgelegt wie die Lektüren in Deutsch oder Englisch. Aber ich achte schon darauf, dass wir in die Breite gehen und dass wir nicht nur Rock oder nur Musical oder nur Rap singen, sondern dass wir uns aus möglichst vielen Sparten, Epochen und Stilen. Einen großen Teil des Repertoires könnt ihr dabei mitbestimmen. In den letzten Jahren haben wir immer im Kurs Vorschläge gesammelt und abgestimmt. Es gibt 3 Haupttermine. Das Weihnachtskonzert, das Sommerkonzert und unser eigener Wok-Abend, bei dem wir dann so gut wie alles singen, was wir im Laufe des Jahres so gemacht haben. Solltest du noch eine weitere Frage zum Kurs haben, kannst du mich gerne per Schulcloud kontaktieren oder mir eine E-Mail schreiben. Danke fürs Zuschauen, viele Grüße und vielleicht bis demnächst im Wok.